CO2 sparen. Wie kann es gelingen? In diesem Jahr 2018 bin ich etwa 3000 Kilometer weniger mit dem Auto gefahren als im Jahr zuvor. Gleichzeitig bin ich 500 Kilometer mehr mit dem Fahrrad gefahren. Nun, 500 Kilometer klingt zunächst nicht viel, aber die Gesamtsumme 5500 klingt schon besser. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr noch weniger CO2 ausstoßen, indem ich noch mehr Fahrrad fahre. Ich frage mich, wie manche Menschen es schaffen, 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ein Ziel, das ich bis jetzt noch nicht gewagt habe, ins Auge zu fassen. Man könnte jedoch das Auto immer öfters stehen lassen und noch öfters mit dem Fahrrad fahren. Vielleicht könnte es so gelingen. Wir hören uns wieder oder sehen uns auch wieder in 2019. Mein Vorsatz, 10.000 Kilometer in 2019 mit verschiedenen Fahrrädern.